Mehr als 30 Jahre lebt Wolfgang Daumann hier in Neuperlach Süd, direkt am Feld. Doch mit der Ruhe könnte bald Schluss sein. Hier soll ein U-Bahn-Betriebshof entstehen, inklusive Schallschutzwand vor dem Haus. 8 Meter hat es geheißen, ist die Schallschutzwand und die beginnt hier bei dem Fruchtwechsel, wo das Maisfeld beginnt. So laut Plan, wir haben 50 Meter vom Haus entfernt, würde die beginnen mit vorne über 300 Meter lang bis weit vorne ins, wo die Kleingärten sind. Wenn man sich das dann vorstellt, hier der Strommasten ist 8,50 Meter. Heute hat der Ausschuss für Bauordnung und Stadtplanung über die Pläne beraten. Dabei werde der Lise-Meitner-Weg als Wohngebiet behandelt, obwohl es sich um ein Mischgebiet handle. Wir wollen neue U-Bahn-Linien bauen, zum Beispiel nach Freiham und nach Thalkirchen. Wir wollen auch den Takt vor allem erhöhen, sodass man im 1,5-Minuten-Takt fahren kann am Marienplatz. Und dafür brauchen wir zusätzlich zum Betriebshof im Norden einen weiteren im Südosten der Stadt. Wir wollen auch, dass die Anwohner mit einbezogen werden, dass dort auch die Gestaltung so gewählt wird, dass die Anwohner sozusagen mit dem Blick zum Beispiel auf eine begrünte Lärmschutzwand auch besser leben können. Die Bürgerinitiative Saubere Luft für Waldperlach und Neubiberg ist nicht gegen den Bau an sich, sondern gegen die jetzigen Pläne. Sie bedeuten mehr Lärm, weniger Lebensqualität. Die U-Bahn braucht, also das, damit sie funktionsfähig bleibt in der Zukunft, schon Platz. Aber da wird mitten in einem Wohngebiet, hier ist das Gefilde, dann die Heimgärten, hier wird praktisch diese Industrieanlage installiert. Das ist unwiederbringlich. Bis der Bau des U-Bahn-Betriebshofs in Neuperlach Süd beginnen kann, wird es noch mindestens 1 bis 1,5 Jahre dauern.